Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich bin's wieder, eure Melanie. Und heute nehme ich euch für 2 Tage mit an Bord der Norwegian Jade. Die Anreise fast länger als die Kreuzfahrt selbst. Heute Morgen um 4 Uhr bin ich von Hamburg aus gestartet in Richtung London. Ja, und zuerst mal ging es natürlich für mich an den Flughafen, wo dann auch schon die EasyJet-Maschine Richtung London Gatwick bereitstand. Leider ging es dann mit etwas Verspätung erst los. In London angekommen, ja, der Flughafen hier in Gatwick, das ist wirklich ein totales Labyrinth. Da musste man erstmal ziemlich lange Wege gehen bis zur Passkontrolle und bis dann zum Gepäckband. Anschließend mussten wir noch ein bisschen auf den Bus warten und dieser ging dann ja gegen 10, 10.30 Uhr los in Richtung Southampton, wo jetzt hier die Norwegian Jade auf uns wartete. Ich bin jetzt hier endlich an Bord und werde mir jetzt ja nach der langen Anreise erstmal schnell was zu essen und was zu trinken gönnen und dann hören wir uns später wieder. So, nach dem Essen habe ich jetzt hier in meiner Kabine eine kleine Roomtour für euch gedreht und während das Video hier schick bei YouTube hochlädt, habe ich die Zeit genutzt, um mal schnell zur Rezeption zu rennen, denn da ich keine Kreditkarte habe, muss ich hier als Sicherheit etwas Bargeld auf mein Kabinenkonto als Sicherheit einzahlen. Und hier als Info für euch, falls es euch da genauso geht, ihr könnt das Geld hier nicht in Euro einzahlen. Sprich, ihr müsst, wenn ihr keine Dollar dabei habt, erstmal hier zum Wechselschalter gehen, eure Euros in Dollar eintauschen und dann könnt ihr sie auf das Kabinenkonto einzahlen. Auch wenn hier an Bord ja für euch ebenso wie für mich Premium All-Inclusive gilt, so habt ihr ja trotzdem die Möglichkeit, noch weitere Nebenkosten zu erzeugen, wie zum Beispiel Landausflüge oder ja das Besuchen der Spezialitätenrestaurants und dafür müsst ihr eben ein Deposit hinterlegen, sodass eure Kabinenkarte nicht gesperrt wird. Ich mich auch mal wieder. Ich habe in der Zwischenzeit wirklich schon viel geschafft. Ja,
Ich habe für euch einen kompletten Schiffsrundgang gedreht. Das war ja etwas aufwendiger, aber ich bin nun fertig und das Ganze exportiert nun und ist bereits am Hochladen. Anschließend war ich noch auf einem kleinen Willkommenscocktail in der Bliss Bar. Da habe ich ein paar Verantwortliche von NCL getroffen und als nächstes werde ich nun dann demnächst zum Abendessen gehen. Aber erstmal werde ich mich darum kümmern, dass hier, ja, wie gesagt, der Schiffsrundgang dann auch auf YouTube hochgeladen wird. Und ja, ich habe mir hier in meiner Kabine so einen kleinen provisorischen Schreibtisch eingerichtet. Und ja, am besten zeige ich euch das mal, weil ja, das ist wirklich ganz lustig. Ja, wie gesagt, als nächstes wird es dann direkt zum Abendessen gehen und zwar ins Grand Pacific heute Abend. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Das war's dann für heute auch schon von meiner Seite. Das Abendessen gerade im Grand Pacific, das war wirklich sehr, sehr lecker. Das kann ich wirklich bestens weiterempfehlen. Ja, und jetzt nach ja, über 20 Stunden auf den Beinen bin ich doch dann wirklich ziemlich kaputt. Und daher werde ich jetzt einfach nur noch ins Bett gehen und von dem Nachtleben an Bord hier nichts mehr mitbekommen. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao! Einen wunderschönen guten Morgen hier zusammen von einem, ja, wie würde ich sagen, vom Wetter her traumhaften Seetag an Bord der Norwegian Jade. Was der Tag heute so zu bieten hat, das werde ich mir jetzt anschauen. Und jetzt werde ich mir vor allem erstmal was zu frühstücken besorgen. Für euch machen. Vor allem natürlich auch von den Bereichen, die hier während der Renovierung neu gemacht wurden. Und ja, in dem ersten befinde ich mich hier gerade bereits und zwar im Atrium. Hier war ja früher die Aloha Bar und jetzt haben wir hier ja eine wirklich schöne, dezente, neue ja, Area, die doch ja nicht mehr ganz so bunt ist wie vorher. Ich schwenke jetzt gerade mal um und zeige euch das hier ein wenig. Wirklich sehen lassen und wie gesagt, ich mache jetzt mal eine Runde und werde euch dann entsprechend hier die Vorher-Nachher-Fotos auch versuchen, ein bisschen in den Vlog reinzuschneiden. Habe ich jetzt im Kasten. Ich war jetzt gerade noch schnell auf einer Pressekonferenz. Ja, da ging es im Endeffekt, es war eine internationale Pressekonferenz, da ging es im Großen und Ganzen ja um die All-Inclusive-Einführung in den restlichen europäischen Märkten. Daher gab es jetzt da für uns nicht so viel Neues. Jetzt haben wir dann inzwischen auch schon wieder Mittag, sodass ich jetzt dann auch eine Kleinigkeit zu essen, zu Mittag essen werde. Und ja, ich habe mich entschieden, heute ins Oceans zu gehen, denn ja, Pascal sagte schon im Vorfeld, du musst unbedingt einen Hamburger dort essen und ja, ich liebe ja Hamburger, was ihr vielleicht auch schon von unseren anderen Kreuzfahrten kennt und daher werde ich jetzt schnell zum Mittagessen düsen und melde mich später wieder bei euch.
geschlendert bin, habe ich zu meiner positiven Überraschung eines gefunden, nämlich eine Softeismaschine. Ja, sehr lecker. Ich wollte euch eigentlich auch mal zeigen im Video, wie das denn genau funktioniert. Das ging natürlich voll in die Hose, aber das schaut ihr euch am besten direkt mal selbst an. Erstmal wieder zurück auf der Kabine und mir ist gerade etwas total Lustiges aufgefallen, nämlich gestern Abend, als ich so ins Bett gegangen bin, da habe ich das Bitte-nicht-stören-Schild gesucht und ja, einige von euch, die jetzt vielleicht schon öfter mit NCL gereist sind, werden jetzt sagen, ist die aber doof, ist doch ganz klar, wo das ist. Ja, und eben als ich zurück in die Kabine kam, ist mir das nämlich aufgefallen und das möchte ich euch jetzt direkt mal zeigen. Das ist nämlich ganz cool. Ich gehe mal mit euch vor die Kabine und dann zeige ich euch hier mal dieses total coole Bitte-nicht-stören-Schild, weil das habe ich wirklich so noch nicht gesehen. So, einmal die Kamera umdrehen. Und dann seht ihr hier, ne, da steht einmal Welcome. Kann man hier weitergehen. Make-up Cabin. Turn-down Cabin. Und Do not disturb. Ja, und dann wieder zurück auf Welcome. Coole Sache, wie ich finde. Also habe ich jetzt so auf anderen Schiffen auch noch nicht gesehen. Und was ich auch noch Cooles entdeckt habe, beziehungsweise, ja, das habe ich nicht selbst entdeckt, da habe ich gerade den Tipp bekommen. Und zwar, dreht sich das hier um diese Nachtlichter. Und da habe ich nämlich, ja, das habe ich gestern Abend auch nicht gesehen, aber das ist natürlich auch sehr versteckt. Und zwar habt ihr hier unter dem Nachtlicht, neben dem Schalter, einmal einen USB-Stecker, sodass ihr hier, das Handy auch ganz cool am Bett aufladen könnt und nicht eben irgendwie unterm Fernseher oder an diesem kleinen Mini-Schreibtisch am Schrank. Ja, ich werde jetzt auch nochmal losdüsen an Deck und werde mal noch ein paar Timelapse-Aufnahmen machen und ein paar 360-Grad-Bilder. Eigentlich müsste ich ja dringend meine Vlogs schneiden, aber irgendwie komme ich hier gerade gar nicht dazu. Und das ist ein bisschen doof, weil zu Hause morgen habe ich da auch nicht wirklich Zeit zu, denn morgen geht es ja direkt schon weiter. Morgen Abend mit der Norwegian Getaway ab Warnemünde. Und ja, da sind wir ja schließlich auch nicht zum Spaß, sondern da wird es auch einiges an Content geben. So, naja, dass ich jetzt mal schauen muss. Wahrscheinlich wird es eine kurze Nacht für mich, da ich jetzt heute Nacht dann wahrscheinlich die ganzen Vlogs zusammenschneide. Aber ja, was tut man nicht alles, ne? Meine Lieben, da bin ich wieder. Zwischendurch ja etwas umgestylt, wie ihr seht. Ich war inzwischen auch Abendessen und zwar heute im Le Bistro. Das ist ja eins der Spezialitätenrestaurants hier an Bord der Norwegian Jade mit französischer Ausrichtung. Das war wirklich sehr, sehr lecker und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und nach dem Essen ging es dann auch direkt schon ins Stardust Theater. Da habe ich mir heute Abend eine Show angesehen und zwar die hieß irgendwie Pamper irgendwas und was mit Gaucho. Jedenfalls, okay, das war
ja, so eine ja, rhythmische Darbietung mit Trommeln und Stepptanz und ja, so, Gott, ja, so. Nee, Lasso ist das eigentlich nichts. Also auf jeden Fall, wo die Gauchos früher mit gejagt haben und damit wurden halt auch so rhythmische Klänge erzeugt. Ja, die Show war auf eine gewisse Art und Weise, auf seine ganz eigene Art sehr unterhaltsam. Aber ich will euch da gar nicht zu viel verraten, denn ja, spoilern wäre doof. Schaut sie euch einfach an, wenn ihr an Bord seid. Ich hätte euch eigentlich auch gerne ein paar Bilder oder auch ein Video davon mitgebracht, aber wie ihr wisst, im Theater ist Filmen und Fotografieren verboten. In der Regel halte ich mich da eigentlich nicht dran und nehme trotzdem immer eine Kleinigkeit für euch mit. In dem Fall war es allerdings so, dass unsere Ansprechpartner hier von NCL auch direkt gesagt haben, bitte keine Fotos, bitte keine Videos. Und daher denke ich, wenn ich dann jetzt trotzdem Videos und Fotos gemacht hätte und das jetzt hier in meiner Berichterstattung mit einfließen lassen würde, das würde dann bestimmt auch nicht so gut ankommen. Daher habe ich dieses Mal drauf verzichtet. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder nach Mitternacht und ja, ich werde jetzt nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt demnächst auch bald ins Bett gehen, wobei ich ja doch tatsächlich noch meine Vlogs fertig schneiden möchte, damit die morgen dann auch fertig sind und ich die morgen nur noch hochladen muss. Und ja, morgen früh werde ich dann ja mit Sicherheit als einer der ersten von Bord gehen, denn ich bin ja morgen etwas in Eile, da ich ja, wie ihr vielleicht wisst, morgen Abend schon wieder in Warnemünde sein muss, um dort auf die Norwegian Getaway zu gehen. Da geht die Reiserei nämlich direkt weiter und da freue ich mich natürlich auch drauf und deswegen, ja, werde ich dann morgen früh, ja, direkt nach dem Aufstehen noch eine Kleinigkeit frühstücken und dann auch schon, ja, mich in Richtung Heimat aufmachen, um da nur schnell die Koffer umzupacken und weiterzufahren. Dementsprechend sage ich dann jetzt auch an dieser Stelle Tschüss und ja, ich werde mich morgen mit Sicherheit dann, ja, wenn ich hier aus Hamburg dann, wo wir ja mit der Norwegian Jade ankommen, dann aber auf jeden Fall spätestens morgen Abend aus Warnemünde. Also gute Nacht und bis morgen!